Diese Menschen wollen keinen Plan, sie wollen einen Vorwand. Eine Mutter, die davon träumt, ihr Kind zu erwürgen. Der Ehemann, der seine Frau erstechen will. Alles, was sie wollen, ist jemand, der ihnen sagt, tut es, tötet sie es, ist nicht wichtig. 2018 ist Rap eine politische Schachbrettfläche, besetzt von eng vernetzten subversiven Achsenmächten, im Kampf um den Erhalt von postulierten Klassenrechten. Das in etwa suggeriert die Tagespresse. Wunschspaltenheads sind kolumnistenartig, lächeln im starren Layout eines juvenilen Klappentextes und nicht repräsentative Studien und Fakten sprechen, die dem Verständnis unserer Bourgeoisie nicht artgerecht sind. Und er hat das gesagt, dieser Song ist nicht jugendfrei und überhaupt ist Rap XY so ein Judenfeind. Und ja, du hast eine Meinung und die ist bestimmt auch gut gemeint, jetzt halt deine ehrliche Haut still, Dick Sauvel sein Puzzleteil. Vielen Dank für diesen einen Wermutstropfen, dass man nicht mehr hinnimmt, was die meisten Rapper sich erdreisten, Herr zu rotten. Doch stattdessen kommt jetzt jedes Wort auf die Neutrino-Waage zur Expertise feuilletonistischer Kommissionare. Zieh nicht als ihr böser Onkel Corrado Soprano. Mein Release-Day ist das weltliche Moralverfallsdatum. Ich bin nicht massentauglich, doch biete Auditorien Zündstoff. Ja, dann kommt doch, ich warte auf den zornigen Lynchmob. Und sie rufen auf, so crossmediale Kopfgeldjagd. Fuck off! Ein Rapper kriegt nicht mal Scotland Yard. In der Postmoderne dirigiert die Postmoral. Wieso soll ich in die Tiefe gehen? Ich komm von da. Heute bin ich der erhobene Zeigefinger. Für jeden, der meint, dass da irgendwas zu retten sei. Vergiss es. Von euch wohlerzogenen White Trash Kinder. Yeah. Der lehrt euch über wahre Menschlichkeit. Yeah. Pro Ripper, DJ Blocks. Warte. Da kommt noch was. Und das sind die rechten, grünen, linken, bösen Kommunisten, aber bitte, Sektenführer sind die größten Populisten. Nur ist das Plenum für meine Wortkaskaden zu engstirnig. Dabei gestalte ich jeden Vortragsabend gedenkwürdig, mit weit mehr Charme und Morbidität als ein fleischgewordenes Porträt von Dorian Gray. Also wo ist meine Schlagzeilen-Schelte? Mein Hardliner-Stempel. Meine Talben könnt ihr mich auch gleich zum Staatsfeind ernennen, in einer Zeit, wo der Neuronenfunkenschlag der meisten geradezu zur geistigen Sparflamme reicht. Aber damit nicht einmal die Gaskammer heizt, abseits Nationalsozialismus. Realistischer Fantasterei halt ich dagegen. Mit dem Schuhhaken im Fegefeuer. An mir scheiden sich die Geister wie dort, wo Himmel und Hölle Wege kreuzen. Und jetzt bitte lass es Vorwürfe hageln von den Dorfliberalen und deren Volksidealen, die nicht begreifen, was meine Mucke vermittelt. Denn bevor mein Wirkstoff inkubieren kann, musst du dein Umfeld entgiften. Von Zittenhütern, die Denkblockaden und Druckschlüsse züchten. Schau, alle meine Momentaufnahmen sind unterbelichtete Arthouse-Filme nach dem Grundgesetz des Bundesgerichtes und nicht aus rechten oder linken, sondern Tunnelblickwinkeln. Und sie rufen auf, so crossmediale Kopfgeldjagd. Fuck off! Ein Rapper kriegt nicht mal Scotland Yard. In der Postmoderne dirigiert die Postmoral. Wieso soll ich in die Tiefe gehen? Ich komm von da. Heute bin ich der erhobene Zeigefinger. Für jeden, der meint, dass da irgendwas zu retten sei. Vergiss es! Über euch wohlerzogenen White Trash Kinder. Yeah. Euer Pfarrer lehrt euch über wahre Menschlichkeit. Und sie rufen auf, so crossmediale Kopfgeldjagd. Fuck off! Ein Rapper kriegt nicht mal Scotland Yard. In der Postmoderne dirigiert die Postmoral. Wieso soll ich in die Tiefe gehen? Ich komm von da. Heute bin ich der erhobene Zeigefinger. Für jeden, der meint, dass da irgendwas zu retten sei. Vergiss es! Über euch wohlerzogenen White Trash Kinder.